Herzlich willkommen zurück zu Hard West. Beim letzten Mal haben wir Geschichte um Delir, den Inquisitor und das Medium Cassandra durchgespielt. Und jetzt haben wir gar nicht so viel Auswahl, jetzt haben wir diesen netten Typen hier zur Auswahl. So gut wie tot. Deine unstete und doch glückliche Zeit des Reisens findet ein gewaltsames Ende, als du dich mit dem Falschen anlegst. Aber ein mächtiger Fremder hilft dir wieder auf und verwandelt dich vom sorglosen Spieler in die Verkörperung der Rache. Na, da bin ich ja mal gespannt. So und so und auf geht's. You lost everything, became an outlaw on the run. But you still had Florence. The love of your life. You were drifting through settlements, evading the law, gambling. You did well enough, but whenever you won, someone had to lose. And if there was something the masked man truly would not stand, it was losing. Then, out of thin air, a gentleman appeared. Offering to resolve your predicament in return for your soul. Unaware of the gravity of your situation, you told him to go to hell, just as they surrounded the saloon. Also ist der Pakt nicht eingegangen. Interessant. Every way out was barred or blocked. Enemies positioned themselves outside the windows. You were as good as dead. Aber nur so gut wie, dann werden wir uns mal ganz klassisch hinter der Theke in Deckung geben. Ja, wir haben auch nur den Revolver. Eine 25% Chance. Tja, was soll man machen? Sogar getroffen. Krass. Okay, das war jetzt nicht abzusehen, dass das funktioniert. Na, mal da hinten hin. Und auch sie hat nur so eine Taschenpistole. 0%. Dann gehen wir hier mal lieber noch ein bisschen mehr in Deckung. Und gucken mal, was die Gegner tun. Die schießen wahrscheinlich einfach rein, ne? Ja, die haben Gewehre. Das ist natürlich nicht nett. Okay, dann müssen wir uns jetzt irgendwas überlegen. Aber irgendwo sind noch mehr. Da ist noch eine, auch mit Gewehr. Wir müssen irgendwie dich da ran. Ja. Okay, eine andere Möglichkeit wäre, oben vom Balkon aus zu schießen. Oder... Oh. Jetzt komme ich ja nicht mehr auf die untere Ebene. Kann ich mal runterzoomen. Verdammt. Also so. Oder wir gehen hinten rum. Versuchen sie hier so ein bisschen zu umlaufen. Das wäre noch die Alternative. Das Problem ist, mit unseren Waffen können wir halt nicht von hinter der Bar einfach rausschießen. Oder, naja, das ist natürlich auch simpel, ne? Wir machen den. Dann sollten wir doch jetzt schon mal deutlich bessere Chancen haben. Na, verdammt. Naja. Okay. Ja, das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Der ist natürlich jetzt angreifbar für den und auch für diesen hier. Aber ich werde mit ihr tatsächlich mal versuchen. Haben wir einen Hinterausgang? Ja, wir haben dort einen Hinterausgang. Ja. Und der ist verschlossen. Ernsthaft? Okay, das ist natürlich... nicht so gut. Okay, dann war das mit ihr eine verschenkte Runde. Ja, das habe ich befürchtet, ne? Eine knifflige Situation tatsächlich.
Ja, der, okay, hätte man vorher sehen können. Die sind beide verschlossen, die Ausgänge. 25%, das ist halt echt nichts. Fächeln bringt uns in diesem Fall hier auch nichts. Wir können jetzt höchstens versuchen, noch den hier einmal umzudrehen. Gibt aber auch nur eine halbe Deckung, jetzt aber immerhin 55%. Ja, die anderen sind schlechter. Besser als das wird es, glaube ich, auch nicht werden. Ja, da in Deckung gehen bringt gar nichts. Dann können wir sie... Ah, nee, das ist auch eine Zweierbewegung. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich mit ihr machen will. Dann müssen wir nach außen gehen. Und von da aus aber halt keine Chance, auch noch irgendwen zu treffen. Nach da geht's. Oder wir gehen mit ihr doch nach oben. Nächste Runde. Wir kommen die Treppe hoch. Hier. Kommen wir jetzt nicht ganz hin. Da kann ich eigentlich nicht nachladen. Das kann man doch knicken hier. Komm, nächste Runde. Der ist eh gleich tot. Ja. Das sieht nicht gut aus. Das werden wir gleich nochmal machen dürfen. Außer man soll hier vielleicht sterben. Bleeding out on the floor, helpless to protect Florence. You felt your life ebbing away. Zeit zu sterben, nimm so viele von ihnen mit, wie du kannst. Ja, das, okay. Also man hat hier gar keine Chance, überhaupt irgendwas hinzukriegen. Wir haben keinen einzigen bisher mitgekriegt. So, kommen wir jetzt hier hoch. Ach, da ist versperrt. Okay, also man soll ja nicht in den guten Positionen kommen, alles klar. Ja, dann gehen wir hier hin. Achso, sie steht natürlich jetzt nicht in Deckung, aber da müssen wir uns jetzt... Ach Gott, die kann ja überhaupt nichts treffen. Ja, der Hammer. So, und der macht jetzt den Rest. Oder auch nicht. Da kriegen wir doch noch einen mit. You gave your last breath. Oder auch nicht. But on that breath, you pledged to him. You gave your soul for a shot at revenge. Trapped betwixt life and death, you now belonged to neither realm. The coffin nails didn't hold fast. You were supposed to be dead, so no one took notice right away. You considered raising the alarm to bring in more enemies, just to satisfy your bloodlust. Töte jeden in der Stadt und sende über den Telegrafen einen Notruf, um mehr Gegner herbeizuholen. Was? Das ist irgendwie ein verrücktes Szenario hier. Komm, mehr Gegner. So, wo geht denn jetzt rein? Okay, hier war die Tür. You telegraphed the enemy to send more men. You weren't done dispensing justice. Dann machen wir das richtig hier. Oh, okay, die Gegner wurden alarmiert. Und das denn? Stellen wir uns mal hier hin. Sehen wir schon irgendwen? Noch sehen wir keinen. Wir hören sie nur. Tja, wo sind sie? Wo sind sie?
Scheint auf jeden Fall viele zu sein, solange wie es dauert. Okay, die Frage ist, verschanzen wir uns hier? Oder versuchen wir nochmal weiterzugehen? Sagen wir, gehen einfach nochmal hier hin. Gucken, ob wir da jetzt irgendwen finden. Ist hier nicht. Die Musik ist ganz nett. Oh, irgendwelche Türen geöffnet. Man weiß aber auch nicht so genau, welche. Okay, tja, wir könnten natürlich jetzt hier nochmal weiter gucken. Und uns ins Gefängnis begeben. Aber eigentlich fühle ich mich ja hier ganz wohl. Oder man könnte gucken, ob man hier hochkommt und dann von oben angreifen könnte. Das wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Stellen uns mal dahin. Aha, da sind welche. Werden wir uns gleich hier an dieses Fenster obwohl, macht das auch nicht so schlau. Vielleicht kriegen wir den auch erstmal weg. Dann kann man sich da ans Fenster gegebenenfalls stellen. Was? Das war ein Treffer von da? Okay. Ja, wir müssen uns ein bisschen anders unten hinstellen. Ja, das fürchte ich mal. Dahin stellen sieht ja uns zwar ganz gut, allerdings. Ja. Na super. Albtraum. Schaden. Schatten können nichts erspäht. Nicht erspäht werden. Oh, hallo. Wo kommst du denn her? Viele Gegner. Zeit, dass wir mal ein paar ausschalten, so lange wie das hier mal dauert. Hätten wir vielleicht doch nicht das Telegramm schicken sollen. Na gut, wir sollen ja die ganze Stadt auslöschen. Aber man hört ja auch immer die Schritte noch so ganz leise. Also irgendwas scheint zu passieren. Vielleicht. Weiß es nicht. Oder hat sich der Gegner jetzt irgendwo aufgehängt? Manchmal waren ja so ein bisschen verbuggt. Okay, ich fürchte, wird nicht mehr viel passieren. Ich glaube, hat sich jetzt einer irgendwo festgehangen, würde ich mal sagen. Weil wir sind jetzt hier schon eine Minute am Warten und das dauert eigentlich nicht so lange. So viele Gegner sind es dann auch nicht. Schade, ich dachte, wir kriegen jetzt hier mal den ersten ausgeschaltet. Wir werden ja einmal neu starten. Every way out was barred or blocked. Oh, jetzt müssen wir den ganzen Kram nochmal machen. Enemies positioned themselves outside the windows. Ja, komm. You were as good as dead. Also wir kommen hier auch nicht raus aus dem Ding, alles klar. Ich lege auf dir jetzt hin, dass wir uns jetzt einmal erledigen können. Kein Problem. Zack.
Wir gehen dahin. Her eyes growing glassy as her soul slipped away. Aber dann ziehen wir das jetzt hier auch nicht in die Länge. Und dahin. Nicht getroffen. Dann werden die uns jetzt ja wohl erwischen. Ne? Ja, ja, hampeln da ja manchmal so hin und her. Ja, muss ich da irgendwo vorhin einer festgehängt haben. Ein bisschen doof, dass man jetzt halt beides dann nochmal spielen muss. Und die einen jetzt hier nicht erledigen. Was ist denn da los? Nehmen wir sogar noch einen mit hier. Zwei hier schon mitgenommen. Wahnsinn. Vielleicht sind die dann ja auch dann im nächsten Schritt dann nicht mehr da. Ach, immer noch einen. Das jetzt auch zu Ende bringen können. Okay, er muss das einfach offensiv spielen. Na gut, hier werden jetzt eigentlich auch immer so viele nachspawnen. Irgendwann trifft dann doch mal jemand. Ja, die kommen halt auch nicht rein. You gave ja, your last breath. Ja. But on that breath, you pledged to him. You gave your soul for a shot at revenge. Da. Trapped betwixt life and death, you now belonged to neither realm. The coffin nails didn't hold fast. You were supposed to be dead, so no one took notice right away. You considered raising the alarm to bring in more enemies, just to satisfy your bloodlust. You telegraphed the enemy to send more men. You weren't done dispensing justice. So, aber dieses Mal werden wir hier bleiben und auf die Gegner warten. Da in dem anderen Gebäude waren wir eigentlich viel zu offen, weil die da von allen Seiten kommen konnten. Ich hoffe, dass diesmal sich das hier nicht aufhängt. Also ich weiß nicht, ob sie es aufgehangen hat. Vielleicht hat es sich auch nicht aufgehangen. Aber die Geräuschkulisse war immer die gleiche. Im Moment, während das ja hier sonst nicht der Fall ist. Aber ich sehe gerade, so ganz gefällt mir das Gebäude hier nicht. Wir haben hier nicht so viele Möglichkeiten. Ich würde mich dann doch eher in dieses Gebäude begeben wollen. Weil da in der Ecke was stand. Hier ist es besser, hier immer die Fenster frei, die Ecke frei. Ja. Die kommen dann jetzt ja hoffentlich gleich mal. Ich habe die Hoffnung, dass halt von hier hinten keiner kommt und die deswegen alle so von dieser Seite hier angreifen. Dann haben wir hier zwei Fenster, mit denen das ganz gut geht. Ebenfalls haben wir hier noch ein Fenster, falls sie hier unten lang kommen. Da ist einer. Mir fehlt halt hier echt so eine Overwatch-Funktion. Das fehlt echt in diesem Spiel. So, da ist einer. Bin mir nicht sicher, ob wir den jetzt schon erreichen können mit unserem Gewehr. Wenn wir uns hier hinstellen vielleicht. Ja. Oder ist vielleicht die Ecke hier im Weg? Mal gucken, von hier aus, obwohl jetzt geht es gar nicht so schlecht aus, die 67%, nehmen wir.
Ich weiß nicht, was da am Ende immer so hochploppt. Das geht so schnell, als dass ich es lesen könnte. Irgendeinen Buff, den wir kriegen. Okay, da einen. Da oben noch einen. Genau, ne? Das, da wird sich irgendwo einer verhakt haben beim letzten Mal. Man sieht es ja leider nicht. Ja, das sieht gut aus hier. 75%. Sollen sie nur kommen. Viel bessere Position als letztes Mal. Hatte der Absturz ja noch, oder was heißt der Absturz? Der Bug. Dann ja doch noch was Gutes. So, wir müssen einmal nachladen. Aber das macht ja nichts. Und er lädt netterweise auch immer zwei nach. Das ist auch gut. Aber wir kriegen immer 10 Glück. Okay. Nice. Deswegen treffen die auch so schlecht. Ja, stell dich da mal hin. Das ist eine gute Idee. Oh ja, genau, das meinte ich, ne? Das sind genauso diese Geräusche, die wir vorhin hatten. 60%. Da ist einer. Sehr gut, den kriegen wir gut. Ich fürchte, da hat sich wieder einer festgehängt. Hört ihr das? Immer die gleiche Schrittfolge und es geht nicht voran. Warte jetzt noch, bis wir bei Aufnahme noch eine halbe Minute sind, wir so bei 23 Minuten Folgenlänge. Und ich sag dann mal so. Ich habe keine Lust, das jetzt noch ein drittes Mal zu spielen. Und wir haben jetzt auch keine andere mehr zur Auswahl, außer jetzt noch entsprechendes DLC. Ich habe jetzt nicht so wirklich die Lust, jetzt hier noch groß auf Fehlersuche zu gehen. Dann würde ich tatsächlich sagen, dann haben wir halt nicht 8 Missionen gespielt, sondern leider nur 4 von 8. Ich hätte ja gerne mehr gespielt, aber ich habe jetzt eigentlich auch keine Lust, das jetzt, oder für euch ja sicherlich langweilig, ich habe jetzt auch nicht so die Zeit jetzt hier 10-mal das gleiche zu spielen, in der Hoffnung, dass sich mal irgendwann ein Gegner nicht aufhängt. Zumal das Problem ja auch schon in Leveln davor war, das heißt, es kann jederzeit wieder passieren. Schade. Dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze an der Stelle. Ihr habt ja sicherlich einen guten Eindruck von dem Spiel bekommen. Eine Questline habt ihr ja noch offen, wenn euch das hier weiter interessiert. Spielt so einfach mal selber. Geht immer noch recht gut. Außer man hat halt so einen Bug wie hier. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ja. Aber ansonsten hat mir das Spiel echt Spaß gemacht. Ist so diese schöne Western-Geschichte. Grafik sieht immer noch gut aus, finde ich. Von der Erzählstruktur war es ganz interessant. Und ich mochte so dieses RPG-mäßige auf dieser Karte, was man gemacht hat, und halt zwischendurch mal diese Kämpfe. Das war eigentlich ganz erfrischend. Mal gucken, vielleicht schauen wir ja auch irgendwann mal, in irgendwelcher fernen Zukunft mal in Hardware 2 rein. Was dann allerdings in eine ganz andere Richtung geht, meine ich, weil es auch von einem komplett anderen Studio entwickelt wurde. Aber ja, das hier war jetzt Hardware 1. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns vielleicht bei einem anderen Projekt dann wieder. Bis dann.